Guck mal, wo ich bin. Auto. Ich bin im Urlaub. Da ist irgendwo meine Ferienwohnung drinne. Geil. Ey, Leute, ey. Ja. Naja. Ja. Ja. Schön, ey. Schön. Schön, ey. Oder was? Reicht? Reicht doch. Ich bin schon da. So. Ich packe schnell einen Rucksack um und dann gehen wir Fahrrad fahren. Ne? Schön? Mhm, gefällt mir. Doch, gefällt mir. Also schnell Fahrrad fahren. Das Fahrrad steht auf dem Hof. Im Trocknen. Mhm. So, pass auf, hier ist nämlich mein Flur. Geht hier Licht an? Hier ist mein Flur. Kommst halt in die Tür. Also hier ist mein Wohnzimmer. Und hier ist halt mein Bad. Richtig geil, oder? Also ich finde, weißt du, das reicht doch aber auch. Hier Toilette, Waschbecken. Also dass das so extra ist, wäre richtig geil. Mit dem Flur so. Und dann hast du hier so den Wohnzimmer. Also richtig geil. Leute. Ich habe mich schon ausgebreitet. Hier, ich kann Kaffee kochen und ich kann Tee kochen. Ha! Hier, ich gehe jetzt in die Kaufhalle, mir mein Essen kaufen, damit ich mir Brot schmieren kann. Also schön, oder was? Schön, ey. Ihr wisst ja gar nicht, wo ich wohne. Da vorne ist der Bahnhof. Hinter dem Haus ist der Bahnhof. So, ich werde jetzt mal zusehen, dass ich hier mit dem Fahrrad, ich will an See jetzt, ne? Fahre mich schnell an See und dann gehen wir in die Kaufhalle. Und dann sind wir im Urlaubsmodus. Boah, das nieselt. Ey, ich will nicht, dass das nieselt. Pferdchen, Mensch. Hauptsache, wir kriegen die Tür hier wieder auf, ey. Früher, weißt du? Früher gab es hier Softeis. Aber jetzt ist das nicht mehr. Jetzt ist das Atar, guck mal. Ja, genau. Ich wollte sagen, eigentlich gab es hier immer Softeis. Da gab's. Gibt's kein Softeis mehr. Also da gab's immer. Gibt's kein Softeis mehr. Ich fahre jetzt einfach durch die Natur, damit ich Natur hab. Hier der Aldi ist, hier ist der Aldi, hier ist der Aldi. Jetzt muss ich irgendwo abbiegen, 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 abbiegen. Boah, ich hätte so eine Lust, da jetzt lang zu fahren, ne? Ich muss aber, glaube ich, da an den Weg rein. Muss ich da rein? Hier bin ich richtig, weißt du? Hier, wo so Natur ist, wo es schön ist, hier mag ich das. Ich darf bis 10 fahren. Oh. 14, 15. Ich bin viel zu schnell, ey. Wäre ich geblitzt, wa? Oh, Leute, ich liebe Urlaub. Gleich Tasche hinschmeißen, gleich aufs Fahrrad und losdüsen, ey. Ich mag das. Zum Glück war ich hier schon an manchen Orten. Ich kenne mich hier also ein bisschen aus,
weil ich vor einigen Jahren schon mal in der Jugendherberge war, die es nicht mehr gibt. Schade. Da war das auch sehr schön. Erlebnisvielfalt Inselsee in der Ballaststadt Güstrow. Da sind wir. Hier ist der See, da ist die Badestelle und hier ist eine Schöninsel. Betreten für Fußgänger und Fahrradfahrer verboten. Ich gehe da gleich mal hoch. Da stehen ganz viele Fahrräder. In dem Jahr, wo ich hier in der Jugendherberge war, haben die die Brücke gesperrt. Ganz komisch ist, dass da jemand wohnt. Seht ihr das Haus? Also wäre ich früher in die Jugendherberge gefahren? Nee, ich weiß es nicht. Thank you.
gehe jetzt in eine Kaufhalle, guck mal. Geil. Ich bin fertig. Jetzt sind bestimmt gleich die Geschäfte zu. Wann sind die zu? Um 6, oder? Die Stadt, bitte. Okay, jetzt keine Hinterstraßen. Einmal darf ich immer im Fahrrad lang. Also ich würde ja beinahe sagen, dass wir morgen erst in die Stadt fahren. Ich bin fertig. Weißt du, was ich so mag an der Ferienwohnung? Dass du eine Küche hast. Hey. Geil, ey, hab ich was vorbereitet. Ey, ich koche mir jetzt nämlich einen Kaffee und dann koche ich mir Mittagessen. Kaffee ist immer noch nicht fertig, ey. Ist immer noch leer. Oder nicht, ne? Habt ihr mal Mittag gesehen? Oh, Leute. Oh, ey, guten Appetit, ey, guten Appetit, ey. Wollt ihr auch ein bisschen? Ja, ihr habt zu Hause bestimmt mit Petersilie, ne? Wenn du einmal eine Ferienwohnung gebucht hast, ne? Und dann in der Jugendherberge bist oder nur ein Zimmer hast, dann wünschst du dir immer eine Küche. Mhm. Oder ihr wisst schon, es gibt so schwerbehinderte Häuser oder Pensionen, die haben im Flur eine Teeküche. Ich war doch beim Kloster in Bad Doberan, da hatten die eine Teeküche. Mhm.